Idee, Plan, Action. Der Smarter Podcast. Herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Smarter Podcast Idee, Plan, Action. Heute geht es um das Thema 4-Tage-Woche. In den letzten Monaten hat die Einführung der 4-Tage-Woche in Island Schlagzeilen gemacht. Und auch in anderen Ländern findet das Arbeitsmodell je länger, desto mehr Anklang. In der Schweiz sucht man aber lang, wenn man eine Firma finden will, die das 4-Tage-Wochen-Modell eingeführt hat. Eine grosse Ausnahme ist hier das Büro A&O in Aarau. Der Geschäftsführer Andreas Ott hat bereits vor 5 Jahren eine verkürzte Arbeitswoche eingeführt und erzählt uns heute, wie es dazu gekommen ist und wie sich das Modell im Arbeitsalltag umsetzen lässt. Andreas, herzlich willkommen beim Smarter Podcast. Danke vielmals. Das Büro A&O ist ein Studio für Strategie, Grafik und Design in Aarau und ist 2008 von dir, Andreas, gegründet worden. Ja, Andreas, auf eurer Webseite steht, wir laufen nicht aktuellen Trends hinterher, sondern stellen diese in Frage. Das passt wahrscheinlich auch ein bisschen zu eurer 4-Tage-Woche, die ihr vor 5 Jahren eingeführt habt. Was hat euch dazu bewogen, das neue Modell einzuführen? Der Trigger war grundsätzlich, dass ich anfangs 2016 Vater geworden bin und dann hatte ich automatisch auch meinen Papi-Tag. Und dann ist so Ende 2016 Weihnachtsessen mit der Aurelia, mit meiner Angestellten, meiner damals einzigen Festangestellten, haben wir so darüber geredet, ja, es wäre eine Lohnerhöhung das Thema gewesen, langsam aber sicher, haben aber dann irgendwie einfach so in diesem offenen Gespräch sind wir so ein bisschen drauf gekommen, komm, wir tun einfach beide nur noch 4 Tage arbeiten und lassen mal den Lohn, wie er ist. Und das hat dann für beide so gestimmt. Und ja, es ist sicher trotz Spass und Erfolg, wo wir auch dort hatten bei der Arbeit, sind wir einfach an einen Punkt gekommen, wo wir einfach mal das Klassische mal wollten hinterfragen und überlegen, darüber nachdenken, dass es eben auch andere Sachen gibt im Leben anstelle vom Büro, wo ja wirklich auch Spass gemacht hat und immer noch Spass macht. Du hast schon ein bisschen angetönt. Wie muss ich mir das konkret vorstellen, wenn ich jetzt bei euch arbeite? Ich arbeite nur 4 Tage und erledige dann einfach mein 100% Pensum in 4 anstatt 5 Tage. Oder wie läuft das genau? Jein, also die Frage wird sehr oft gestellt. Vielleicht schon am Anfang, oder? Der ganze New Work-Kontext wird sehr oft mit der Arbeitszeitverdichtung verbunden. Also sprich, ja, man arbeitet weniger, aber bringen Boxen einfach viel mehr durch in dieser Zeit. Es ist sicher so, dass Produktivität gestiegen ist. Das heisst, der Umsatz ist nicht um 20% zurückgegangen. Das hängt sicher damit zusammen, dass wir durch die Distanz, die wir zu der Arbeit kriegen, am Montag mit mehr Elan, Enthusiasmus und Kreativität in die Woche starten und dann so auch Ende Woche, Donnerstagabend, mehr hinten rauskommt. Ist es bei euch so, eben, du hast gesagt, der Freitag ist fix für alle Mitarbeiter, quasi der zusätzliche freie Tag und ihr arbeitet Montag bis Donnerstag? Genau, das ist so. Es gibt andere Unternehmen, die bieten das 4-Tage-Modell auch an, oder das 80%-Pensum. Dort ist sicher aber der Unterschied, oder oft ist der Unterschied, dass nachher gewisse arbeiten Montag bis Donnerstag, andere Dienstag bis Freitag, jemand anderer hat am Mittwoch frei. Und bei uns ist es so, dass wir am Montag miteinander als Team in die Woche starten, vom Wochenende erzählen, uns Zeit nehmen, in die Woche reinzutauchen und dann am Donnerstag, wenn es möglich ist, im Kalender steht Bier um 4, dass wirklich mehr Zeit haben für eine Feedback-Runde, die Wochenrevue passieren lassen, um wir so nachher die Woche abschliessen können und dass wirklich dann am Freitag, Samstag, Sonntag im Büro dunkel ist. Ja, und bei dir im Kopf als Gründer löschen dann die Lichter auch beim Bier nach 4 am Donnerstag? Ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen das Wochenende das Flackern. Also man kann natürlich nie total abschalten. Und es ist so, dass es natürlich vorkommt, dass ich an einem Freitag
einmal einen halben Tag in ein Coworking gehe, wo ich regelmässig auch Leute treffe und ein bisschen für das Geschäft ein bisschen studieren oder Social Media machen. Und was auch regelmässig vorkommt, ist, dass wir als Team Ausflüge machen, gehen wandern, Museen besuchen, Inspiration tanken oder auch ein Möbelhaus, ein Kunde von uns, wo wir auch schon regelmässig sind, besuchen. Und dort gehen wir automatisch ein bisschen Vibes abholen und dann ist zwischendurch auch das Geschäftsthema. Aber im Endeffekt ist es einfach auch ein Teamausflug, wo einerseits sie mir Zeit schenken und ich tue natürlich das, wenn wir den einfach auch finanzieren natürlich. Du hast gesehen, ihr habt euch am Anfang gesagt, ja, wir möchten den Lohn gleich lassen. Ist das nach wie vor so? Also die Mitarbeiter und du, ihr verdienen gleich viel wie vorher für die 4 Tage? Wir haben das Lohnniveau sicher noch ein bisschen nach oben setzen können. Es ist so, wenn man den Jahreslohn anschaut, sind wir deutlich über dem Mindestlohn, der so von den Verbänden vorgegeben wird. Ich muss dort sicher immer sagen, oder ich zahle auch einen 13. Monatslohn, habe im vorletzten Superjahr sogar teilweise einen ganzen 14. ausgezahlt. Und dann kommen unter dem Jahr auch meistens noch Goodies dazu. Also wenn man so ein bisschen den Jahreslohn anschaut, wie gesagt, sind wir sicher gut da, trotz 80% Pensum. Was wichtig ist, wenn man über einen Lohn redet, es gibt diverse Studien, die auch zeigen, dass Leute, also Angestellte, sinnvolle Arbeit vor das Gehalt stellen. Und das wird bei uns auch, ist bei uns auch eine Tatsache, dass wir sehr viel Kulturarbeit haben, Start-up-Support machen, Jobs haben, die einen hohen Designanspruch haben, wo wir sehr in die Breite reintauchen können usw. Und das vom Team auch sehr geschätzt wird. Und mir ist es auch ein Anliegen, dass man weiss, es ist eine Portion Bescheidenheit rum, einerseits vom Büro Aundo, von mir quasi, aber auch von meinen Mitarbeiterinnen. Und dort tun ich sie auch sehr mit einbeziehen. Also wir gehen da mal an Team-Events auf die gemeinsame Suche nach einem Purpose, wo alle können mitentscheiden, was wollen wir für Projekte, was wollen wir für Kunden anziehen, was haben wir für Ziele. Und das ist natürlich auch ein Bestandteil von meiner Philosophie. In dem Sinn haben natürlich auch die Mitarbeiter sehr positiv auf das neue Modell, wo sie auch mitgestalten kann, reagiert. Wie ist es bei neuen Mitarbeitern? Was ist da die Reaktion, wenn du neue Leute anstellst? Das passiert sehr selten, weil es ist ja so, dass natürlich ein Teil von dem Ganzen ist auch die Arbeitgeberattraktivität, sprich, dass ich meine Mitarbeiterinnen möglichst lange behalten kann. Und darum haben wir sehr selten Wechsel. Also die Aurelia ist jetzt seit 6 Jahren bei mir. Und die Nadine, die jetzt gegangen ist letztes Jahr, sie ist auch bei ihrem Familienbetrieb, hat sie gewechselt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie auch immer noch bei mir wäre. Ich sage jetzt das einfach einmal so. Sprich, bei uns ist so das Thema Rekrutieren, was ja sehr zeitaufwendig ist, viel kostet, bis die Leute eingeschaffen sind, ist bei uns nicht an der Tagesordnung. Darum kann ich die Frage nicht beantworten. Aber vielleicht als Ergänzung, wir haben schon viele Bewerbungen gehabt. Also die kann ich jetzt mehr als an einer Hand abzählen, die sich wegen unserem Arbeitsmodell beworben haben. Also auf jeden Fall ein Faktor, wo die Leute zu begeistern scheint, innerhalb und außerhalb von eurem Unternehmen. Ja. Jetzt, wenn du zurückschaust nach 5 Jahren, wie hat sich das Modell aus deiner Sicht bewährt? Grundsätzlich sehr gut. Ich könnte mir nie vorstellen, wieder zurückzugehen. Finanziell haben wir im ersten Jahr einen kleinen Einbruch gehabt, aber dann im 2018 und 2019 sind wir wirklich wieder auf das Niveau gekommen, das wir vorher hatten, von der Performance. Ich will jetzt nicht behaupten, dass jetzt da nur wegen dieser 4-Tage-Woche ist. Wir sind ja auch sonst in uns gewachsen und haben andere Jobs an Land gezogen und so weiter. Und ja, vom 20. wollen wir jetzt gar nicht reden. Das war ja das Corona-Jahr, wo unabhängig von den 4 oder 5 oder 7 Tage Woche ein spezielles Jahr war. Richtig, dort haben wir manchmal auch 3 Tage Woche
dann gelebt und das war auch toll. Und ja, auf persönlicher Ebene, also die sozialen Aspekte sind sicher, dass, ja, das haben wir gespürt, auch als Team, dass wir glücklich sind, dass wir sind gesund geblieben. Eben, es sind auch Bewerbungen gekommen von Leuten, die haben wollen für uns arbeiten durch das und eben sogar auch Projektanfragen von Firmen, die in diesem Bereich tätig sind, New Work und Nachhaltigkeit und so weiter. Und das ist natürlich ein sehr schöner Nebeneffekt, weil wir ja genau so Jobs anziehen. Das ist also faktisch auch für euer Marketing sehr, sehr, sehr positiv ist. Genau, ja. Es hat sicher auch einen Teil zum Image beigetragen. Jetzt zusammenfassend die grössten Vorteile von eurem Modell? Sicher der soziale Aspekt, also so der Wertewandel, wo wir eigentlich nach Hause strahlen, dass auch ich und meine Mitarbeiterinnen mehr Zeit haben für persönliche Selbstentfaltung, also Freizeitaktivitäten. Die eine Grafikerin ist im KIF sehr aktiv als Aktivistin und ich bin auch zwei Vorstände aktiv im Quartierverein, wo man so viel soziale und kulturelle Arbeit machen, wo es definitiv keinen Platz hat, weil ich ja noch eine Familie habe, zwei Kinder und einen Hund. Also wir haben wirklich mehr Zeit für uns selber und für freiwillige ehrenamtliche Tätigkeiten. Und das Zweite ist sicher, dass wir in uns als Team besser haben können wachsen und ich davon überzeugt bin, dass durch die Kreativität, die durch die Distanz zu der Arbeit dann wieder in die Projekte hineinfließt, doch zu einer Produktivitätssteigerung beiträgt. Und wenn wir jetzt von den Vorteilen vielleicht noch so ein bisschen auf die ja, kritischen Aspekte, Herausforderungen kommen, was würden wir anders machen? Was ich sicher würde anders machen, ist Kommunikation den PartnerInnen gegenüber. Also ich rede hier von Druckereien zum Beispiel. Wir haben dort oft das Problem, dass wie nicht ganz klar ist, dass wir am Freitag nicht rum sind und durch das auch dann auf Seite von unseren Komplizen, wo wir zusammen arbeiten, Produktionen können in Stocken geraten. Wir haben es zwar in der Mailsignatur drin, dass wir nur Montag bis Donnerstag im Büro sind. Wir haben es in Newsletters kommuniziert, aber dort müssen wir es, glaube ich, immer, wenn wir eine Zusammenarbeit anfangen, das ein bisschen klarer kommunizieren. Und wie reagieren eure Kunden? Die Kunden haben durchs Band positiv reagiert. Es gibt sicher zwei, drei, die sind eher aus dem Detailhandel zum Beispiel, die sogar eben am Samstag gehen arbeiten. Dort hat es sicher zum Teil ein bisschen Gespräche gebraucht und ein bisschen ein gegenseitiges Verständnis, dass man wieder auf Augenhöhe ist. Aber sonst haben wir eigentlich durchs Band positive Reaktionen gehabt. Wir tun das auch immer am Anfang von Zusammenarbeiten in dem Sinn klar kommunizieren, dass wir, wenn es muss sein, Freitag, Samstag, Sonntag auf der Matte stehen, wenn irgendein Event ist und wir müssen etwas helfen, aufbauen oder was auch immer. Aber ich muss sagen, in den 5 Jahren hat es vielleicht dafür 2-3 Mal gegeben, dass wir für ein Kundenprojekt irgendwie angetrabt sind und haben müssen etwas wirken in diesen Freitagen. Jetzt, ihr könnt natürlich auch von den Medien viel Aufmerksamkeit über, weil ihr ja eines der wenigen Schweizer Unternehmen sind, wo so ein Modell hat. Ich habe kürzlich einen Online-Artikel gelesen, wo ihr auch drin vorkommt. Und der Artikel selber war spannend, aber vor allem hat es darunter etwa 200 Leserkommentare gehabt, wo eigentlich das Fazit war, ja, das ist ja schön und gut, in anderen Ländern funktioniert das vielleicht, aber bei uns in der Schweiz ist das nach wie vor Utopie. Was hast du das Gefühl, was ist da das Problem? Oder was ist, ja, schaffen wir es gern? Ja, wir arbeiten auch sehr gern. Die Frage ist natürlich wirklich, ob die Leute also in den Entscheidungsgremien bereit sind für das Ganze. Da reden wir einerseits von Unternehmensführungen, aber auch schlussendlich ist es sicher ein politisches, volkswirtschaftliches Thema, wo ich davon überzeugt bin. Ich weiss, als ich in der Primarschule bin, hat man noch etwas von 6 Millionen Einwohnern geredet in der Schweiz. Und heute reden wir irgendwie schon von bald 9 Millionen Einwohnerinnen, die in unserem Land leben.
Und es ist klar, auch jetzt durch die Treiber von das Zauberwort Industrie 4.0, Digitalisierung, Robotisierung, wird es einfach in 10 Jahren nicht für all die Menschen, die in unserem Land leben, 5 Tage, respektive 40 Stunden pro Woche Arbeit geben. Und darum finde ich es schön, dass wir jetzt als kleines Unternehmen können vorausgehen können. Wir haben es sicher ein bisschen einfacher. Wir können einfacher ein bisschen Bescheidenheit an den Tag legen, aber mit dem ein Zeichen setzen. Und dass je nachdem die öffentliche Verwaltung zum Beispiel als nächstes nachziehen könnte, weil dort das Thema Produktivität, Effizienz ja auch immer diskutiert wird und so vielleicht in so eine Bewegung könnte ins Land kommen, wie es jetzt in Island oder ein bisschen auch in Spanien zum Beispiel geprüft wird. Hast denn du das Gefühl, es eignet sich für alle Unternehmen oder muss man da bestimmte Voraussetzungen erfüllen, in einem bestimmten Bereich tätig sein, um so ein Modell leben zu können? Es ist sicher so, dass all die Unternehmen, wo es um Kreativität geht, um halt auch Büroarbeit, geistige Arbeit, ist es sicher einfacher, dass einfach das Unternehmen quasi den Entscheid setzen kann und durch das auch die Effizienz ein bisschen steigern kann. Aber es ist klar, dass überall, wo es um Präsenz geht, ich nenne zum Beispiel den Lastwagenchauffeur, der nicht einfach mit 160 nach Mailand fahren kann, dass er einen Tag früher ein Wochenende machen kann. Oder auch in der Pflegeprüf und so weiter. Dort muss sicher ein System eingreifen. Und das ist ja dann wirklich ein volkswirtschaftliches Thema. Aber es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, dass man auch dort mit Kreativität Effizienzsteigerung hinbringen kann. Oder durch Innovation, wo ein Teil davon Kreativität ist, aber sicher nicht alles. Ihr seid ein innovativer Vorreiter, wenn es um Arbeitszeitmodell geht. Jetzt haben wir schon 5 Jahre lang die 4-Tage-Woche. Ist jetzt nicht langsam Zeit für etwas Neues? Oder anders gefragt, was ist das Nächste bei euch? Wohin geht die Reise? Wir tun uns, also ich tue mich sehr viel mit neuen Arbeitsmodellen auseinandersetzen. Ich finde es sehr spannend. Auch unsere Jobs gehen immer mehr so ein bisschen in Organisationsentwicklung. Also Innenperspektiven von Firmen und nicht nur Aussenperspektiven. Und da tue ich natürlich immer auch uns selber reflektieren. Und ich finde es eigentlich recht spannend, dass so Themen wie auch dezentrales Arbeiten, so ein bisschen das Mitbestimmen von einzelnen MitarbeiterInnen, wo bis so also New Pay, also sprich, dass man offen über Gehalt redet, offen über Geschäftsabschlüsse und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass die Reise in die Richtung gehen könnte. Was sicher ist, ich bin ein bisschen Verfechter von der, dass man eigentlich sagt, überall soll das Homeoffice funktionieren. Bei uns ist so, dass der soziale Aspekt, dass man ins Büro kommt und sich trifft, hat einen recht hohen Stellenwert. Also bei uns ist Kreativität Teamsport, wo ich mir Stand jetzt nicht vorstellen kann, dass wir das so ein bisschen von überall aus dezentral würden betreiben. Also sind ihr jetzt auch nach der Corona-Krise so schnell wie möglich wieder zusammen im Büro, um wirklich zusammen kreativ sein können? Definitiv, ja. Mhm. Andreas, wir haben jetzt ganz viel über neue Arbeitszeitmodelle und darüber geredet, wie es ist, wenn man da als Start-up eine Vorreiterrolle einnimmt. Über dich als Gründer haben wir noch gar nicht so viel erfahren und das möchten wir jetzt zum Abschluss noch ändern mit einer kleinen Blitzrunde. Ich stelle dir 3 Fragen und die Idee ist, dass du ganz spontan eine kurze und knappe Antwort gibst. Bist du bereit? Ja. Was ist dein Geheimrezept zum Kreativsein? Distanz zu der Arbeit. Wenn du heute nochmal ein Unternehmen gründen würdest, was wäre es für das? Eine Gärtnerei mit einem Kaffee. Und was braucht es, um als Gründerin, als Gründer erfolgreich zu sein? Spass. Ja, Andreas, danke vielmals für das spannende Gespräch und dass du uns einen Einblick in euer Arbeitszeitmodell und dein Unternehmen, deine Philosophie gegeben hast. Ich bin mir sicher, mit dem helfst du vielen Startups dabei, um ihr eigenes Arbeitszeitmodell zu definieren und zukunftsweisendes Schaffen zu ermöglichen. Danke vielmals von meiner Seite für die Einladung. Hat sehr Spass gemacht und ja, wenn es irgendwelche
Fragen gibt, auch von Zuhörerinnen, bin ich sehr offen für einen Austausch. Einfach melden und würde mich natürlich auch freuen, das weiterzugeben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, um uns zuzuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Schreibt doch einen Kommentar, wir freuen uns über jedes Feedback. In der nächsten Folge vom Smart-Up-Podcast «Idee, Plan, Action» reden wir mit Fabiana Don Diego vom Erlebnisplan. Unter dem Titel «New Work» hat Erlebnisplan ein ganz neues Arbeitsorganisationsmodell eingeführt und Fabiana wird uns unter anderem erzählen, wie es ist, wenn man als Unternehmer komplett ohne Geschäftsleitung funktioniert und alle Löhne für alle Mitarbeiter transparent sind. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder beim Smart-Up-Podcast dabei seid. Unser Podcast «Idee, Plan, Action» gibt es monatlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Weitere Infos finden ihr auf unseren Social-Media-Kanälen und auf www.hslu.ch/smartup.